Herr Appberger, die Ergebnisse zu den KOV-Konjunkturumfragen für den Monat Juli liegen vor. Wie ist die allgemeine Stimmung in der Schweiz? Und die Unternehmen in der Schweiz bewerten ihre Geschäftslage wieder günstiger als im Vormonat. Also wir haben eine Besserungstendenz. Und im Grunde kann man sagen, dass wir eigentlich für dieses Jahr insgesamt, so das erste Halbjahr, doch eine positive Tendenz bei den Schweizer Unternehmen sehen. Nach Branchen geordnet stechen besonders das Gastgewerbe und der Detailhandel negativ heraus. Ja, hier spielt sicherlich der Frankenschrott noch eine große Rolle im Gastgewerbe, weil die Touristen dann eben zurückhaltender sind, weniger kommen. Aber auch im Detailhandel ist es einer der Gründe, warum im Detailhandel insgesamt die Situation noch relativ schwach ist. Beim Industrie- und auch Dienstleistungssektor sieht es derzeit ganz gut aus. Bleibt dieser Trend in den kommenden Monaten erhalten? Ja, in diesen Bereichen sehen wir, dass doch die Frankenstärke ein ganzes Stück weit verdaut wurde. Es ist noch nicht durch, also das Thema ist nach wie vor präsent, aber es rückt doch immer mehr in den Hintergrund und man kann sich gerade in der Industrie jetzt doch auch wieder stärker in die internationale Entwicklung einklinken. Der Brexit-Entscheid scheint keinen großen Einfluss gehabt zu haben. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären? Ja, ich denke, es hängt sehr stark auch mit der Branchenstruktur ab, mit dem Handel, den wir mit Großbritannien treiben. Da ist zum Beispiel sehr, sehr stark die Pharmaindustrie. Und ich glaube, bis es bei der Pharmaindustrie ankommt, die ist sehr weit hinten in der Ansteckungskette. Und wie beurteilen Sie die Situation im Finanzsektor? Das Inlandsgeschäft der Banken läuft ja recht gut. Ja, wir haben ein sehr gemischtes Geschäft bei den Banken. Wir haben einerseits ein sehr gutes Inlandsgeschäft. Privatkundengeschäft ist hier vor allem sehr stark. Aber man sieht auch, dass das Firmenkundengeschäft wieder günstiger eingeschätzt wird. Also hier spielt offensichtlich die allgemeine Konjunkturerholung in der Schweiz eine Rolle. Also da hat man gute Standbeine, aber auf der anderen Seite gibt es eben ja auch Schwierigkeiten. Das Zinsgeschäft ist natürlich schwierig, das Zinsumfeld ist schwierig. Also von daher ist es so eine gemischte Geschichte, nicht einheitlich, aber was man eben sieht, gutes Inlandsgeschäft und man erhofft sich auch Handelsgewinne, also im Aktienmarkt und solche Dinge. Also es gibt schon auch Lichtblicke.